Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem neuen React auf dem Kanal Scalefright zusammen mit dem Flo. Ich? Immer noch? Und ich bin André, falls jemand interessiert, falls nicht, ist es mir egal. Auch wenn ihr nur einen Teil der Worte von Flo gehört habt, weil er wieder so weit vom Mikrofon weg ist. Ich bin der Flo. Wir hatten jetzt, entweder habt ihr, seid ihr live dabei auf Twitch, wenn ihr da drauf Bock habt, Link in der Videobeschreibung. Oder auf YouTube habt ihr es vielleicht auch gesehen. Wir haben jetzt gerade zwei Videos, die thematisch relativ schwierig sind, gemacht. Und deswegen wollen wir jetzt mal wieder ein bisschen was zum Auflockern haben. Und da hat der liebe Renzo heute einen schönen Upload gemacht. Und dann wollen wir jetzt reinschauen. Und zwar TikTok Fuckboys and Cringe. Und ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Ich habe schon mal ein Minütchen reingeschaut und er macht es wirklich, wirklich witzig. Bevor wir anfangen, ich habe eine Frage. Ja. Die Pose. Na okay, ich warte, bis du zur anderen Szene wechselst, ja, damit die Zuschauer auch sehen, was ich meine. So, da sehen wir es. So wie Rezo da gerade steht, ist das quasi der Anfang von so einer sexy Pose? Von so einem, also ich erwarte jetzt, wenn du jetzt auf Play drückst, erwarte ich von Rezo, weil er steht schon da so cool irgendwie, kann auch immer noch Pause gut sein, aber ich erwarte, dass er jetzt gleich so in die Kamera guckt und so ein sexy Face macht. So, um schon so diese Fuckboys zu persiflieren. Genau. Persiflieren ist, glaube ich, richtig. Ihr wisst, was ich... Persiflieren, genau. Persiflage, der Nomen, ja. Das Nomengedöns und Persiflieren. Ihr wisst, was ich meine, wenn ich schreibe, in die Kommentare. Auf jeden Fall macht der sowas, dann sieht halt schon so absolut cool aus. So stelle ich mir das vor, wenn ich vorm Spiegel irgendwie eine coole Pose übe. So. Ich sag mal, schon ein bisschen. Geil, dann liebe ich ihn. Weil ich dachte so, vielleicht kommt er auch einfach nur gerade irgendwie in den Raum rein und das ist durchs Pause, sieht es gerade so aus, aber es ist halt schon die geborene Pose, Alter. Ich find's geil, ich find's gut. Mir gefällt's jetzt schon. Wir brauchen das Video gar nicht mehr gucken. Ich habe schon alles bekommen, was ich sehen wollte. Wir schauen los in 3, 2, 1, jetzt. Oh, ich habe euch gar nicht gesehen. Ja, ich war genau dabei, das. Den Kopfhörer hier reinzutun. Ein kleiner Augenblick, ja. In diesem Video gucken wir uns Männer an. Also junge Männer auf TikTok. Weirder Satz. Also. Ich weiß nicht, vielleicht hatte der ein oder andere von euch folgendes TikTok auf der For You-Page. Ich glaube, ich muss ein bisschen leiser machen. Mir wird schlecht. Jetzt schon. Junge! Ich denke, wir haben da eh alle das. Also ist das ernst gemeint von diesen Dudes? Ja, ist es. Also das ist nicht hochgeladen worden mit dem Sinn, ich möchte jetzt so viele Leute zum Lachen bringen wie möglich? Nein, 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 nein. Tankst du eigentlich auch so? Immer. Okay, dann ist gut. Dann basiert das Video wohl auf realen Tatsachen. Aber ich spuck, dann ist es wohl normal live. Aber ich spuck den Rüssel vorher noch an. Ey, ist das, also ich weiß nicht. Ich finde Frauen, die sowas machen, finde ich peinlich. Ich finde Männer, die sowas machen, peinlich. Warum wird sowas so gemacht? Also kann das, also finden das Menschen sexy? Also ich finde Frauen, die solche Moves machen, finde ich nicht sexy. Was ist mit euch Mädels? Findet ihr solche Typen sexy? Oder halt Typen, egal, findet ihr das sexy? Darum geht's mir. Vor allem, wenn der Typ irgendwo rumsteht, der sieht ja nicht aus wie ein Eimer. Der sieht ja wirklich gut aus. Dann muss man als Mann ja sich eingestehen. Er hat auf jeden Fall genug Zeit im Fitnessstudio verbracht. So. Der kann auch bestimmt coolere Moves. Ich mag's griffig. Sagt ich mag's Michelle. Griffig. Und da würdest du ja an dem vorbeilaufen, wenn er da so ganz normal steht und dir denken so, boah, das ist ein cooler Typ, ey. Guck mal, der sieht gut aus, durchtrainiert, ein cooler Typ. Und dann macht der so eine Cringe-Scheiße. Ja, ja, bis er dann sein Auto mit seinem Gemächt tankt. Ja. Also. Okay, I guess. Ich weiß nicht. Ich bin ich bin zu alt dafür, aber ich war auch schon mit 16 zu alt dafür. Wir gucken es uns nochmal an. Folgendes TikTok auf der For You-Page. Oder hat er sich dabei wehgetan? Das kann auch sein. Eh alle dasselbe gedacht, nämlich, warum tankt er so wenig? Ich meine, er fängt an zu tanken. Fun Fact an der Stelle, er tankt noch nicht mal.
Oh. Er drückt, ja, er gut, drückt okay. nicht den Hebel. Oh. Der tankt nicht also einen Milliliter. Es ist halt also wirklich so Performance-Art gerade. Also es ist wirklich komplett in seiner Kunst geht er da auf. Ja. Okay. Das respektiere ich. Vor allem, ich denke mir nur so, der arme Lack. Ah ne, der stellt den Fuß auf dem Reifen ab, okay. Auf seinem Reifen, ja, ja. Ah, dann ist das Auto aber nicht cool, das ist nicht tiefer gelegt. Kunde später wieder auf. Wenn dieses TikTok eine Analogie sein sollte für eine andere Tätigkeit, dann bedeutet es doch im Umkehrschluss, dass er anfängt zu tanken und nach 30 Sekunden fertig ist. Maybe ist er deswegen frustriert und schlägt auf den Deckel. Ich weiß nicht. Der Deckel ist nicht mal zu, Digga. Und das Ding ist, das war jetzt nicht ein Einzelfall, sondern es war ein ganzer Trend. Also viele Dudes haben sich gefilmt, wie sie anfangen zu tanken und so tanken. Imagine, das würde im echten Leben passieren. Du fährst so mit deinem Auto zur Tankstelle, steigst aus, guckst dich um. Oh mein Gott, Alter, anyway, ich krieg Fußpilz. Ganz, ganz schlimm Fall von Fußpilz. Aber das war auch ein ganz schön androgyner Fuckboy, ne? Ja. Also, mir ist egal, wie der aussieht. Das, was der macht, ist das Schlimme. Ja, das stimmt. Aber, ja. Why? Also, ich meine, irgendwo gab es ja, also bei TikTok ist ja das Prinzip, es gibt irgendeinen Stammidioten, der auf diese Idee kommt und diesen Move erfindet. So. Ja. Dass der halt nicht schon im Kollektiv ausgelacht wird, verstehe ich nicht. Aber nee, dann kommen da irgendwelche Typen und denken sich, oh, das ist der absolut genialste Move. Alter, der Typ ist auf jeden Fall mein neuer Guru. Diesen Move lerne ich jetzt. Weil dann machst du den ja nicht einfach, du musst ja die Choreo drauf haben, ne? Das heißt, du übst das ja auch ein paar Mal, bevor du das hochlädst. Invasion der Tankstellen, ey. Überall stehen sie und versuchen den Rüssel sexy in ihr Auto zu rammen. Ich warte bis heute noch drauf, bis ich mal irgendwie so Influencer-Boys und Girls, die da gerade irgendwie tanzen oder so, in der Öffentlichkeit sehe. Ja. Yeah. Ich renne da hin und lach die aus. Ja, ich glaube, da müssen wir nur mal nach Köln. Mit. Okay, stimmt. Das sind, naja, gut, okay. Das hast du jetzt hier in Mülheim natürlich nicht so super viele Influencer. Nee. Aber, nee, ich möchte dann doch nicht nach Köln oder Düsseldorf oder irgendwo, wo die sind. Ich find's schlimm, ich find's absolut schlimm. Ich kann's nicht nachvollziehen. Ich find's halt nur peinlich. Anyway, dieser lassive Blick. Solche TikToks geht es in diesem Video. TikToks von solchen Dudes. Manche nennen das Fuckboys. Für andere ist es eine schöne Abwechslung in ihrem sonst so tristen For You-Feed. Folgendes TikTok haben bestimmt auch der ein oder andere von euch auf der For You-Page gehabt. Nein! Was ist das denn? Vor allem der Blick von dem in der Mitte noch. Boah, ist das peinlich. Obwohl, so ein bisschen sexy fand ich schon. Junge, was ist nicht mal, worum es geht. Also wollen sie darstellen, wie sie performen würden? Ist das der Sinn des TikToks? Oder die zeigen, wer die beste Meerjungfrau wäre. Das kann auch sein. Oder das ist halt irgendein richtig cooler neuer Workout-Move, den du machst, um irgendwie dein Hirn möglichst wenig zu trainieren. Ich weiß es nicht. Das kann auch sein. Hüfte trainieren ist doch normal. Ja, ich denke auch, das ist wahrscheinlich einfach nur ganz klassisches Hüfttraining. Aber wir sind einfach viel zu sehr raus aus dieser Fitnessszene, dass wir das einfach nicht erkennen. Ja gut, das kann sein, obwohl Rezo trainiert viel. Der würde das erkennen. Der ist zu alt, wahrscheinlich. Ja, wir nicht, oder was? Wir sind quasi noch älter. Also wir sind schon wieder alt, dass es quasi dann schon wieder Zeit wird, für uns diese Moves zu machen. Midlife Crisis und so. Ja, wenn das... Also die erste Choreo lerne ich auch schon seit 2 Tagen hier. Ja, geil. Rutscht mir gleich. Oh, ja. Wenigstens eine hat ihren Spaß. Aber ich habe das mehrfach auf meiner For You-Page gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an mir. Vielleicht habt ihr es. Definitiv, weil ich hatte es noch nicht auf meiner For You-Page. Ich wollte gerade sagen, wieso hast du denn die ganzen Sachen? Das ist doch Algorithmus und so, hä? Ja. Also ich habe das auch nicht auf meiner, aber ich habe auch kein TikTok auf dem Handy. Ja.
noch nie gesehen. Und das ist so ein Ding, was bei mir halt angezeigt wird. Aber ich glaube, ihr habt es auch gesehen. War da nicht sogar schon mal irgend so ein Flame gegen Rezo? Da hat er mit irgendeinem Mädel, ich weiß nicht mehr mit wem, hat er irgendwas im Internet gemacht und dann wollte er auch TikTok irgendwie zeigen oder so. Und dann meint sie auch, ja, warum hast du das? Warum wird denn dir so ein Kram angezeigt? Ich glaube, da gab es schon mal so ein Short. Und da hat Rezo auch nur so aus der Wäsche geguckt. Da machen die ganzen Videos drüber. Ja, also warum wird dir das denn angezeigt? Da machen die ganzen Videos drüber. Ich kann mich daran erinnern, dass das Rezo war. Vielleicht Rezo und Julia Beautix? Kann sein. Ja. Wie ist sie so? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war es irgendein Mädel und er hat irgendwas auf TikTok gezeigt und sie dann einfach nur so, ja, warum wird denn dir das angezeigt? Ja, da musst du mal, da musst du aber mal die For You-Page von Let's Hugo sehen. Also For You ist wirklich, also ist, ich kenne For You-Page, also ich, mir sagt das gerade gar nichts. Ich dachte, das wäre auch irgendwie so ein Linktree für TikTok oder so. Nee, For You-Page, ja, der ist wirklich alter Mann. Ich bin da raus. Bin ich und mit Stolz. Die For You-Page zeigt dir deinen Algorithmus an. Ach, interessant. Also jetzt nur für TikTok oder für alles Mögliche? Für TikTok. Okay, sehr gut. Ja, also die zeigt dir jetzt keine Statistik an, sondern du kannst dann da durchscrollen und da werden dir all die Videos angezeigt, die sich dein Algorithmus angelernt hat. Ja. Ich habe mich gerade total blamiert. Ich habe For You als andere Website gesehen, aber es ist einfach nur die For You Startpage, wo dir dann, keine Ahnung, ja, also wo dir dann halt deinem Algorithmus zufolge Videos angezeigt. Ja, zu unserer Zeit war For You noch ein Turnister. Deswegen, nein. Aber ich bin halt echt zu wenig auf TikTok unterwegs, aber jetzt habe ich es begriffen. Das Video von Rezo ist tatsächlich kein Grund, mir TikTok runterzuladen. Ja, das ist schon ein bisschen Anti-Werbung, das gebe ich zu. Aber ich glaube, das ist auch die Intention von Rezo dahinter letztendlich. Also ich glaube nicht, dass er den Leuten damit TikTok schmackhaft machen möchte. Ich auch. Und es gibt einen Staat in Amerika, ich weiß nicht welcher, da ist TikTok verboten mittlerweile. Und das könnte sich ausbreiten. Und ich bin tatsächlich der Meinung, das wäre gar nicht schlecht, wenn das hier auch der Fall wäre. Turnister? Oh Gott, bist du alt. Ja, natürlich Turnister. Sind halt alle alt. Ja. Turnister, aber ist auch der beste Begriff dafür. Ja. Ich will Fuckboys sehen. Ich will wieder Fuckboys sehen. Früher hat man noch Tonne gesagt. Tschö, Jungs, ich wandere aus. Sehen. Dieses TikTok wurde von einem Emmett gemacht. Und Emmett scheint häufig an Pools abzuhängen und mit seinen Freunden, seinen guten Freunden abzuhängen. Es sind wahrscheinlich seine Mitbewohner, mit denen er dort abhängt. Ich habe auch ein bisschen recherchiert zu all solchen Arten von TikToks. Und mir ist etwas dabei aufgefallen, was ich vorher noch gar nicht wusste. Ich sage da auch später was zu. Aber erstmal können wir uns noch einen TikTok von Emmett angucken. Das hier hat 1,7 Millionen Views. Gucken wir uns das an. Es muss doch was Spezielles an diesem TikTok geben. Ja, den Sixpack. Da war gar nichts drin, der hat nicht geschluckt. Ganz kurz, kann das sein, dass er gefaked hat zu trinken? Ich meine, die Tasse wird schon nicht voll. Ja, stimmt. Er hat den Mund offen, er kippt es so lieblos da rein. Und das Ding ist, nachdem er getrunken hat, hat er den Mund offen. Ich weiß nicht, ob die Tasse nur ein Alibi war. Kann das sein, Emmett, und ich will nicht zu nahe treten, aber kann es sein, dass es bei diesem TikTok gar nicht um die Tasse ging? Ich weiß, das ist ein Wild Guess. Ich bin hier so am Detektiv ableiten. Aber ich glaube, geil. Ich bin da was ganz Heißem auf der Spur. Aber die Kommentare sind auch gut. Welche Farbe hatte das Wasser? Okay, gehen wir weg von Emmett. Gucken wir uns das nächste TikTok an. Hat er gerade Liebe mit dem Wasser gemacht? Ja. Also so romantisch habe ich tatsächlich noch nicht gekocht. Das Wasser. Okay, gehen wir weg von Emmett. Gucken wir uns das nächste TikTok an. Und dann hat er das Wasser abgeschmeckt? Profi-Chefkoch. Ich kenne mich mit Kochen. Hat er gerade das nackte Wasser abgeschmeckt, nachdem er da ein bisschen Salz reingepackt hat? Ja, beruhig dich. Junge. Er hat es abgeschmeckt, aber sexy. Und als nächstes bricht er die Spaghetti durch, die er da reinwirft, oder was? Junge, aber warum? Also ich meine, also solchen Content gibt es ja für alle Geschlechter. Das heißt, Männer wie Frauen sind da einfach gleich grenzdebil, dass sie sich den ganzen Tag so eine Scheiße reinziehen auf TikTok. Warum? Also es ist absolut hochwendig. Nein, Mann, Alter, ich hasse TikTok. Es ist absolut notwendig, dass wir diesen Bumsladen verbieten.
Aber überall, bis hoch zum Mond. Ich mag meinen Algorithmus immer noch. Ja, du und dein Algorithmus, Alter. Irgendwann musst du mir den mal zeigen. Und dann will ich mal gucken, was für vernünftigen Content du da auf TikTok dir angeblich da reinziehst. Weil das ist halt immer noch TikTok. Ich glaub dir das nicht. Du hast bestimmt den größten Kack und filterst halt immer noch vorher raus. Ja. Wahrscheinlich hast du die ganzen TikTok-Dances da, alle auf Start, ey. Alle auf deiner For You-Page. Schlimm, ich hasse TikTok. Es gibt nichts Schlimmeres auf diesem Planeten. Schade, jetzt hat er nicht ins Stream geguckt. Doch, aber ich hab das Ende deines Häschentanzes gesehen. Aber es gibt einen TikToker, YouTuber, Facebooker, wie auch immer, King Chris. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist Typ, ein Deutscher, ich glaube Halbasiate, und macht halt so Cosplay, Naruto-Anime-Kram. Und er macht halt immer diese weiblichen Cosplays und macht dann diese Nyang-Nyang-Kitty-Cat-Dances. Ich liebe ihn, er ist cool. Nur für ihn würde ich mir TikTok wieder installieren. Der ist geil, den gucke ich mir gerne an. Aber den ganzen anderen Kram, ich krieg Angst davor. Fun Fact, in Shutter Island gibt es auch eine Einstellung mit einem leeren Glas, das dennoch getrunken wird. Stimmt, das ist die Frau, ne? Die Frau. Also eine Frau ist es, die das leere Glas trinkt, glaube ich. Egal, lass uns weitermachen. Ich bin wieder bereit. Ich weiß auch nicht genau, wie man Gewürze benutzt. Ich weiß auch nicht genau, wie man Wasser salzt. Ich bin mir relativ sicher, dass man nicht zwei Finger nehmen muss und das Wasser so ein bisschen massiert, um abschmecken zu müssen, wie salzig das Wasser ist. Oder, Cedric? Ich meine, die Kamerashots sind relativ gut. Ja gut, das stimmt. Er macht was Cooles mit Schokolade. Okay. Warum hat er jetzt die Flasche abgeleckt? Weil es sexy ist. Das Wasser ist. Oder, Cedric? Ich meine, die. Es war ja fast ein Blowjob mit Abschluss. Er macht was Cooles mit Schokolade. Da, warum leckt er die ab? Ja, weil er sexy ist. Nochmal. Das macht man halt so, wenn man. Guck mal, wie dämlich der guckt. Ja, weil er halt in Ekstase ist. Warst du noch nie richtig emotional aufgewühlt, dass dir der Moment egal war und du einfach nur leben, also du einfach nur genossen hast, dass also du... Also wenn du in Ekstase bist, dann guckst du so. Also ich glaube, unser Orgasmus-Face ist mit Sicherheit genauso schlimm wie das da. Also ich glaube, jedes Orgasmus-Face, also von jedem Menschen, sieht aus wie das da. Also das ist, glaube ich, kein erotischer Anblick, wenn man den mal nur für sich nimmt. Würde mich wundern. Also. Aber ey, wenn er so viel Spaß am Kochen hat, wie man hier sehen kann, dann habe ich da auch da wieder den größten Respekt vor ihm. Also, vielleicht ist das ja auch toll, was er macht. Ich weiß nur, dass ich davon halt nicht mehr viel essen wollen würde, wenn er die Flasche da ableckt, wo er dann da was reinschüttet. So. Also jetzt nur so rein hygienevorschriftenmäßig, wenn du irgendwie kochst und so. Ja. Vielleicht bin ich aber auch weird. Mach, er wieder. Bombastischer. Ich bin verwirrt. Das aber sieht halt wirklich gut aus. Was ist los? Ich würde mich gerne von ihm bekochen lassen. Und ich bin mir sicher, einige von euch würden sich gerne von ihm nicht nur bekochen lassen. Ja, aber nicht, wenn ich weiß, dass der die Dinge halt alle schon im Mund hatte, wenn er da zusammen kreiert. Geil, da bin ich halt dann wieder raus. Da. Aber es sieht wirklich verdammt gut aus. Das kann man nicht leugnen. Das kann er auf jeden Fall. Das Dessert hat mehr erlebt als ich in den letzten 5 Jahren. Aber ich meine, er ist schon sehr on the nose. Die Caption von diesem Koch-TikTok ist: I'm not going to stop till you come. Ich glaube, er meint alles damit, klar. Ich mache so lange weiter Rezepte, bis du vorbeikommst, um dich bekochen zu lassen. Um auch jetzt mal meine Rezepte auszuprobieren. Erst wenn du vorbeikommst, werde ich aufhören zu kochen. Ich glaube, das meint Cedric damit. Der Mann heißt Cedric. Mein Gott, ich... Ja, aber das Ding ist, es sieht halt auch so ästhetisch aus. Also ganz ehrlich, ich finde, das ist nochmal eine andere Ebene als die TikToks, die wir bisher gesehen haben. Ey, ist es tatsächlich sogar wirklich, und das muss sogar ich als absolut TikTok-Hasser sagen, dass das ja auf, also das ist ja Ekel auf einem ganz neuen Level, aber auf so einem künstlerischen Level, weil das, was er da gerade gekocht hat und die Kameraschnitte und all das, das sah ja wirklich aus, als würde der wissen, wie man das macht. So, wenn er dann halt nicht zwischendurch die Eigelb fingert. So. So, das halt dann wieder so, wo ich denke so, muss das halt unbedingt sein? Wäre dieses, also ich meine, mach ruhig deine geilen Rezepte
oberkörperfrei. Das gibt doch mit Sicherheit auf TikTok auch deine 32 Milliarden Views. So, musst du unbedingt sexuell mit dem Eigelb unterwegs sein? Ja. Ich finde das halt absolut nicht sexy, sondern einfach, da ist einfach instant ein Wirkreiz bei mir. Der befruchtet die Eier. Ich, oh, jetzt hast du gleich die militante Veganerin auf der Bildfläche. Meinst du, wenn ich das jetzt dreimal in den Spiegel sage, dann steht die hinter mir? Ich würde es provisorisch schon nicht ausprobieren. Mir wäre die Gefahr und das Risiko doch zu hoch, dass es funktionieren könnte. Lass es. Nee, aber, also ich verstehe halt nicht. Ich habe aber auch beigebracht bekommen, dass man mit Lebensmitteln halt nicht spielt. So. Ja. Also mach halt, von mir aus Finger halt, weiß ich nicht, Blumenerde oder so. So, keine Ahnung, aber mach doch nicht mit Lebensmitteln rum. Obwohl, jetzt weiß ich, warum du so gerne backst. Ey, ich finde, Backen kann schon eine ziemlich sexy Sache sein. Aber halt auch ohne den Teig zu versüßen. Komm, lass uns weitermachen. War nicht mit viel Liebe gemacht. Jetzt von der Idee, vom Framing, vom Shot, vom Schnitt. Sondern es war mehr ein Ding von ich hab Apps. Und ich finde, das ist jetzt interessanter. Es wird gebacken. Boah. Es wird nicht gebacken. Ey, aber es sieht auch alles so lecker aus, ne? Wirklich verdammt geil aus. Warte mal, ganz kurz. Am Anfang des TikToks hatte er was an. In der Mitte des TikToks läuft er als Hase mit einer Fliege durchs Bild. Ey, maybe, was weiß ich von Kochen? Vielleicht kocht man so. Vielleicht ist es eine Sache, die besser ist für die Textur vom Mousse. Ich kenne ihn nie aus. Okay. Das nächste Video ist ein Get Ready With Me von einem Marcel. Get Ready With Me kennen wir alle. Man zeigt, was man für Klamotten anzieht. Man zeigt so ein bisschen, was ist das für ein Style? Wie kombiniere ich dieses Top mit dieser Hose? Ist doch cool, es ist doch eigentlich was ganz Nettes. Gucken wir auch mal rein. Ich glaube... Ach nee. Kenn ich. Du hast nicht genau hingeguckt, ne? Ja, der hat halt sein Paket nicht ganz reingekriegt, weil zu groß oder was, ne? Ja. Also, kennen vielleicht auch ein paar Leute von euch. Ich habe es einige Male parodiert gesehen auf meiner For You Page. Zum Beispiel so. Ja, genau. Es gab einige Leute, die sich darüber lustig gemacht haben, wie er seine Richtig Hose so. Hochzieht. Weil ich meine, ich kann es verstehen. Ich kann verstehen, die Art und Weise, wie er seine Hose hochzieht. Ist weird. Es ist definitiv eine bewusste Entscheidung. Das können wir doch sagen. Es ist eine bewusste Entscheidung, sich so zu präsentieren und das so von sich zu präsentieren. Es ist eine bewusste Entscheidung. Und das Ding ist, das wissen jetzt maybe ein paar Frauen unter euch nicht und die Typen vielleicht eher, aber, und das nur jetzt zur Aufklärung, möchte ich informieren darüber, man kann aufpumpen, ne? Also jeder kennt ja irgendwie den Unterschied zwischen Blut und Fleisch. Aber was jeder Typ eigentlich weiß, ist, du kannst einen sehr großen Anteil von deiner maximalen Pracht erreichen, wenn du ein bisschen aufpumpst halt, ne? Wenn du so ein bisschen an die Durchblutung förderst, dann ist es nicht, als würde er aussehen, als, ne? Sondern er ist immer noch. Aber er ist halt... Digga, ich kann das nicht. Das wird so monetarisiert. Und ich mache jetzt mal den wilden Guess. Wenn man gut, dass sich wir nicht monetarisiert sind. Das so zu zeigen, dann hat man vorher aufgepumpt. Ist eine Spekulation. Weiß ich nicht. Wer bin ich, das zu beurteilen? Ohne Scheiß, die Dudes unter euch wissen genau, wovon ich rede. Genau, wovon Nein. ich rede. Gucken wir einfach. Keine Ahnung, keine absolut Nullplan. Was Nullplan, mein Rezo. Ich gar nicht. Noch nie von gehört. TikTok an. Die wollen nur das Getränk schütteln, damit die Kohlensäure so ein bisschen rausgeht. Wir kennen das alle. Man ist so im Sommer, sitzt in der Sonne mit seinem Mitbewohner. Und dann will man sich ein frisches Getränk gönnen, hydrieren. Aber es ist zu viel Kohlensäure im Getränk. Natürlich, deswegen ja, muss man es ein bisschen schütteln, damit die Kohlensäure rausgeht. Wer kennt es nicht? Ey, ich finde es aber auch funny, wie da hinten so drei, ich weiß nicht, ob es Polizisten sind oder so, weißt du, so ordnungsamtmäßig oder vielleicht ist das auch eine... Ich glaube, das ist eher so Mall-Aufsicht. Ja, oder es sind halt Cops und die sehen halt, dass die da einfach nur Idioten sind, die TikTok-Videos machen, so. Weil das ist halt auch immer dieses, oh, guck mal, wir machen das vor Polizei, wey.
Ja, was soll die denn machen, wenn die sehen, also wahrscheinlich haben die vorher gefragt. So, ja, wir machen hier gerade ein TikTok-Video. Ja. Die doch nichts. Also, aber ich verstehe. Gerade dann würde ich die verhaften. Ja, eigentlich schon. Was, ihr seid TikToker? Sofort in den Knast. Eine Nachricht wurde wegen sexuell, also hier. Ja, habe ich schon freigegeben. Was steht hier? Okay. Steht jede Frau drauf, Masturbation andeuten in der Öffentlichkeit. Mega geil, kann ich kaum, verstehe ich. Also, ich habe auch einfach manchmal so das Bedürfnis in der Öffentlichkeit, aber ich bin einfach zu schüchtern. Also, das steht einfach meinem Glück im Wege. Ja, ich darf nicht mehr in Schwimmbäder. Fuck, ey, nee, aber ich verstehe es nicht. Ich würde gerne verstehen, warum das toll ist. So, aber ich verstehe halt ich guck's mir an und ich find's halt nur peinlich. Ja, natürlich. Vielleicht bin ich halt auch einfach peinlich. Nicht die Zielgruppe. Aber was müsste ich sein? Müsste ich ein 14 bis 16 Jahre altes Mädel sein, damit ich denke, boah, sehen die gut aus und wow, ist das heiß? Oder an wen richtet sich das? Ich weiß also, auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die Schnittmenge ist da nicht groß. Also ich pralle es nicht. Mal abgesehen davon, dass ich halt diesen zwanghaft sexualisierten Content generell scheiße finde auf einer Plattform, auf die halt auch jedes Kind Zugriff hat. Ja. Und in dem Fall sind es jetzt halt volljährige Menschen, die, also gehe ich mal davon aus, oder zumindest 18-Jährige, über 18-Jährige, die das machen, aber wenn dann irgendwie das 12, 13 Jahre alte Mädel, weil das irgendwie in ihrer Klasse mitbekommen hat, dass das coole Videos sind und das machen gerade alle so, wenn die dann solche Videos macht, finde ich das halt nicht mehr cringe, sondern absolut gefährlich. Dann ist da wieder meine Problematik mit TikTok dabei. Also das ist ja lustig irgendwie, aber ich würde mir wünschen, dass einfach die ganze Welt sowas schlimm findet. Genauso schlimm, wie ich das finde. Das wäre schön. Eine private Einrichtung da und das sind so Ordner oder so. Aber die sehen es bestimmt, denken sich, was sollen wir tun? Es ist nicht illegal, eine Flasche zu wanken. Ist jetzt nichts, wo man jemanden wegsperren für kann. Was sollen wir tun? Das Ding ist, und es ist bei dem wegen Dummheit so, wegsperren. Das ist beim Emmet vorhin so, das ja, ist bei noch ein paar schon, anderen, bei einigen anderen so. Die machen diesen Content nicht nur aus Joke. Ich habe recherchiert. Ich habe wenig überrascht herausgefunden. Die machen das nicht nur, um einen netten Joke zu machen. Und das sind auch gar nicht jetzt unbedingt Mitbewohner alles. Das sind Leute, was die promoten jetzt? Damit auch etwas. Die promoten damit. Oh, ich kann das nicht sagen, es wird alles monetarisiert hier. Okay, die promoten ihre anderen Content, den sie machen. Nein, OnlyFans. Spicy Shit. Corn. Ah. Ja. Ich glaube, es ist für alle rübergekommen, was ich meinte. Und das ist das, was häufig hinter diesen Accounts steckt. Ne? Wenn Leute mit der, ich sag mal, aus der Hüfte raus tanken oder sich... Möchten wir wissen, wie weit Rezo da recherchiert hat? Also ich sag mal so, die finanziellen Mittel kann er ja alle von der Steuer absetzen. Ich glaube, seine Recherche ist ziemlich weit gegangen. Er muss ja wissen, wovon er redet. Nein, also es ist schlimm. Er hatte doch mal irgendwo erzählt, dass er Spielzeug gekauft hat im Internet. Und, echt? Ja, und hat das aus Versehen über das Geschäftskonto laufen lassen. Nein! Ja. Ja gut, obwohl ihm glaubt man am ehesten und man sieht ja, hat er dann wahrscheinlich für ein Video gemacht, aber wurde, oder? Oder war das privat und er hat es übers Geschäftskonto? Das war privat. Dann, oh, das ist dann natürlich schon ein bisschen peinlich. Ich meine, das war privat. Wenn du kein Video darüber machst. Oh gut, das ist natürlich dann doof. Aber da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich meine, da war irgendwas Privates. Geil. Warum er das gemacht hat. Er hatte das auf jeden Fall erzählt und dann musste das halt seiner Assistentin und dem Steuerberater erklären. Ey, da wäre ich gerne bei gewesen, bei diesem Gespräch. So. Ja. Hätte mich interessiert, wie die reagiert hätten. Ob die das lustig gefunden hätten oder ob da zu Spießer sind. Dann. Du, lustige Geschichte. Okay. Ja, seine Assistentin halt nicht, ne? Boah, ja gut, ey, die Assistentin ist cool. Rezo liefert aber auch nur Thumbnail-Bilder, ne? Ey, das ist auch geil, stimmt, du hast recht. So stelle ich mir meinen Blick nach einer Woche TikTok vor, ey. Oder so. Beziehungsweise bei dem Marcel war das jetzt nicht. Aber ein paar von den anderen, die wir gesehen haben. Okay, lass uns weiter gucken. POV, we get home. Er räumt die Spülmaschine aus. Alter, ich kotze! Er räumt nicht die Spülmaschine aus. Kotze so sehr! Excuse me? Können wir rewinden, ganz kurz? Nein, was ist die Expression nicht. Von diesem Blick? Ist es Stolz? Ist es... Look, ich glaube, das ist Enttäuschung, weil die Spülmaschine nicht richtig gespült hat. Was?
Oh, ich glaube, der Blick ist, der drückt Enttäuschung aus, weil die Spülmaschine nicht richtig sauber gemacht hat. Weil die noch lief. Hat er sich so gefreut, oder weil die noch lief, weil die noch nicht fertig war und er noch kein richtig trocken und sauberes Geschirr hat. Das hat ihn richtig traurig gemacht. Ja, aber warum? Warum muss man seine Haushaltsgegenstände? Oder Mama hat gesagt, er bekommt kein Nutella-Brot mehr. Da hat er gesagt, er bekommt nur kein sauberes Geschirr. Gott, ey. Oh, klaut er seiner Frau die Jeans? Muss ja alles noch knackiger aussehen, ist eben noch enger die Klamotten. Situation ist, vor allen Dingen, weil das POV heißt We Get Home. Point of View, We Get Home. POV, We Get Home. Zu ihm nach Hause? Wir kommen zu ihm nach Hause? Oder wir kommen zu mir nach Hause? Ist es meine Wohnung? Ich will mit dem Arbeitskollegen nach der Arbeit noch ein bisschen chillen, so, lad ihn so zu mir ein. Ja, hab ich ihm auch gesagt. Komm erst mal rein. Schuhe kannst du anlassen? Möchtest du einen Kaffee oder so? Okay, willst du dir selber einen Kaffee machen? Du, die Tassen sind hinten im... Boah, das ist ekelhaft. Vor allem, bitte, was stellt dieses Aufreißen dann da im Akt der Begierde? Also diese Bewegung davor, die kann ich interpretieren, aber was reißt er dann bitte dann so ruckhaft auf? Da startest du die Kettensäge. Also ist dieser Bereich nicht relativ empfindlich für so eine Art Bewegung? Ich würde da jetzt nicht so dran rumreißen, wenn ich er wäre. Oh, okay. Ja, vielleicht habe ich halt auch keine Ahnung von romantisch. Vielleicht ist das heute so. Vielleicht ist heute romantisch, wenn der Abend in der Notaufnahme endet. Man weiß es nicht. Ja, wie war das nochmal? Max und seine Freundin probieren das erstmal Analketten aus und er startet sie direkt wie eine Kettensäge oder so. Ich bekomme den Witz nicht mehr zusammen. Keine Ahnung. Oh shit, ey. Habt ihr Donald Trump etwa nicht im Ohr? Ich gerade tatsächlich nicht. Gibt's da. Ach, doch, natürlich. Grab them by the. Ja, natürlich, klar. Ja, doch, stimmt. Das könnte auf jeden Fall die Inspiration davon gewesen sein, ey. Meine Fresse, ey. Deshalb auch der Blick so, oh, dieses ganze Blut. Ey, okay, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne Feedback, ob ihr es gefühlt habt, diese Art von Video, ob ihr es nicht gefühlt habt, diese Art von Video. Aber ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss. Ich hab's gefühlt, und zwar extrem in meinen Fußnägeln. Die sind jetzt alle raus. Das geht übrigens nur... Weg. Ich wusste nicht, dass man Liebeskugeln langsam rauszieht. Kevin19 hat seine Freundin gerade wie eine Kettensäge gestartet. Ey, das ist so. Das ist TikTok. Also, ich bin froh, dass man darüber lachen kann, aber im Kern hasse ich TikTok mit jeder Zelle meines Körpers. Ich bin nicht glücklich mit jeder Zelle meines Körpers. Ich hasse TikTok mit jeder Zelle meines Körpers. Junge, also ich bin dafür, wenn irgendwann hier Bürgerentscheid, soll TikTok verboten oder nicht, dann bin ich aber doppelt da, ey. Kannst aber davon ausgehen. Was meinst du? Du wirst gar nicht ins Spa-Lokal gehen, weil da so viele tanzende Mädchen und Jungs sind. Boah, ich schwör's dir, ich kaufe fünf Wochen vorher Tomaten und lass die alle in der prallen Sonne vor sich hin vegetieren. Und dann wird aber geworfen da. Dann gibt's hier richtig schön italienisches Tomatenfest. Obwohl die Stimmzettel werden dann eh alle ungültig, weil die einen TikTok aufnehmen, wie sie den ausfüllen. Das war schön, wie Flo am Cringen war und André sich drüber gefreut hat. Ey, das ist also ganz ehrlich, das ist wirklich, also Junge, du könntest mich waterboarden, Alter. Ich würde dabei friedlich schlafen, aber steck mich 24 Stunden mit TikTok in einen Raum. Ich sag dir alles, was du wissen willst. Ich verrate dir alles. Ja, also ich schwöre dir. Ich weiß schon eine Bestrafung für eine Challenge irgendwann mal. Ja, das ist wirklich, ich weiß, das hört sich lustig an, wenn ich das erzähle, aber da ist halt auch ein ganz, ganz, ganz großer Teil Wahrheit mit dabei. Ich finde das, für André seine TikTok-Challenge, hatte ich einen richtig coolen Plan, wie ich den zum Lachen bringe und wollte dann auf TikTok Videos gucken. Ich habe da 10 Minuten gescrollt, ich musste raus, weil ich gemerkt habe, ich springe gleich aus dem Fenster. Ich wohne im Erdgeschoss, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, aber... Der Drang ist halt da. Ohne Witz. Ich hasse TikTok. Aber bevor wir die YouTube-Leute noch länger aufhalten, ich wünsche euch einen schönen guten Tag, schönen guten Abend. Ach, wir sind noch im Video. Sorry, Jungs und Mädels. Tschüss.